regelmäßig, im sicheren Glauben, Leben zu retten. Also ich finde, es ist Bürgerpflicht. Ich hoffe, vielleicht kann ich mit einem und anderen mit meinem heutigen Blut was Gutes tun. Sie sollten auch weiter spenden, selbst wenn die Erkenntnisse dieses Films Spender und Patienten erschüttern werden. Blut ist nicht unbedingt dazu angetan, Leben zu retten, sondern hat ganz beträchtliche Komplikationen. Was hier niemand weiß, die medizinische Fachwelt hadert hinter den Kulissen mit einem lebensgefährlichen Missverständnis. Die Infektionsanfälligkeit steigt um den Faktor 2 bis 5. Zum Beispiel die Sterblichkeit im Krankenhaus, Komplikationsraten, die Rate von Krebswiederentstehung oder Metastasierung ist auch deutlich gesteigert. Wir begleiten eine Gruppe mutiger Mediziner, die sich gemeinsam dem Umdenken verpflichtet hat, die antritt gegen einen Mythos, gegen Milliardeninteressen und gegen die Gewohnheit. Es war wie so ein Knall. So, wie wir bisher gearbeitet haben, können wir nicht weitermachen. Wir müssen Sachen ändern. Ich wundere mich, wie lange es oft braucht, bis man jemanden von der Wahrheit, soweit es diese gibt, überzeugen kann. Es gibt diese Angst, sobald wir laut sagen, Blut kann gefährlich sein und so weiter, dass das die Spender abschreckt. Rettungsmedizin ohne Blutkonserven? Immer noch undenkbar. Das macht die neuen Erkenntnisse so folgenschwer. Unsere Geschichte beginnt bei Sylvia Blunk. Sie ist vermutlich mehrfach betroffen vom falschen Verständnis über Transfusionen. Die 63-Jährige hat eine schwere Magenoperation überstanden. Nicht die erste OP, aber diesmal war es wirklich knapp. Die haben mir ja praktisch das Leben gerettet. Ne? War ja 5 Minuten vor Schluss, die haben mir nur den Schlafanzug aufgeschnitten und war ja abgestorben schon der Magen. Ne? Sylvia Blunk hatte zu wenig rote Blutkörperchen. Deshalb bekam sie Transfusionen. 2 Blutkonserven nach der OP. Nee, also Blut ist mir immer ein bisschen suspekt, weil ich auch viel mit Infektionen. Ich habe ja jedes Mal eine Infektion. Und diesmal war die natürlich ganz heftig. Zur Wundinfektion kamen Entzündungen der Lunge und sogar des Rückenmarks. Folgen der Operation. Was war die Ursache? Ihre behandelnden Ärzte haben einen starken Verdacht. Wir besuchen sie in Frankfurt am Main, Intensivstation der Uniklinik. Was über ein Jahrhundert gelebte Praxis ist, wird hier seit Monaten höchst kritisch beobachtet. Weil der Körper nochmal ordentlich reagiert auf die Transfusion und auf das Schockgeschehen. Auch im Fall von Frau Blunk. Aber mit den neuen Studienergebnissen wissen wir, dass bereits 1 oder 2 Konserven letztendlich, dass man dann anfällig ist für eine neue Lungenentzündung. Und so müssen wir jetzt im Nachhinein auch bei dieser Patientin von ausgehen, dass da ein Zusammenhang auch bestehen kann. Was häufig vorkommt, ist, dass die Leute dann eine Nierenversagen erleiden, aber auch Infektionen. Und was uns auch immer wieder große Schwierigkeiten bereitet, wenn die Lungenfunktion schlechter wird. Anästhesie- und Intensivchef Zacharowski und sein Team machen mobil. Umdenken. Transfusionen nur noch, wenn wirklich nötig. 5 Unikliniken haben sich in der Initiative zusammengetan. Was sie anpeilen, ist medizinisches Neuland. Ohne dass die Öffentlichkeit bislang davon erfahren hat. Darum ist es mutig, wenn Zacharowskis Mitarbeiter sich unseren Nachfragen stellt. Er zeigt uns Beispiele, wo Spenderblut zu bösem Blut wurde. Zimmer 115. Gestern hat der Patient eine plötzliche Blutung an der Speiseröhre. 3 Blutkonserven retten den 46-Jährigen. Heute aber wird die Lunge zu schwach. Künstliches Koma. Erneut Lebensgefahr. Da sehen wir schon einen direkten Zusammenhang zwischen den Transfusionen gestern und zwischen der Organverschlechterung von der Lunge heute. Ja. Woher kommt solch ein Verdacht? Wir haben verstanden, es geht um Blutbeutel, aufbereitet aus Spenderblut. 4 bis 5 millionenfach in Deutschland verabreicht, jedes Jahr. Konzentrate von roten Blutkörperchen, Erythrozyten, sogenannte EKs. Deren Job ist es, Sauerstoff durch den Körper zu transportieren.
Aufgeschreckt wurden Mediziner durch Erhebungen aus Bristol. Die Statistik über Herzoperationen ergab, dass das Risiko für Komplikationen bis hin zum Tod sich mit jedem Beutel Fremdblut erhöht. Bis zu einem 6-mal höheren Todesrisiko als bei Patienten ohne Transfusion. Forscher weltweit sind alarmiert. Eine Zusammenfassung aus Philadelphia zeigt, von 42 aus 45 Studien überwiegen Nachteile. Das Problem der Forscher? Es treten verschiedene Krankheiten auf. In New York hat man 2011 deswegen die Verläufe bei 10.100 Patienten verglichen. Kann es sein, dass Blut den Körper insgesamt viel mehr schwächt, als Mediziner immer annahmen? Das erschreckende Ergebnis der New Yorker, egal welche chirurgischen Eingriffe, bei nur 1 bis 2 Beuteln Fremdblutgabe gab es schon 76% mehr Lungenkomplikationen als bei Patienten ohne, 87% mehr Wundentzündungen, 77% mehr Thrombosen und die Todesrate war 29% höher. Wir fragen nach, über Monate. Keiner der Verfasser will seine Studie öffentlich kommentieren, obwohl sie alle prominent publiziert sind. Aber nur für Mediziner. Rhode Island meldet doppelt so viele Folgeinfarkte nach Herz-OPs bei Transfundierten. Und 12% mehr Tote. Und wenn man das alles zusammenzählt, muss man als verantwortungsvoller und auch ethisch, handelnder Arzt drüber nachdenken, ob das aktuelle Handeln noch zeitgemäß ist. Unsere Dreharbeiten beginnen gut ein Jahr früher, unterwegs nach Österreich. Damals ist das Thema komplett tabu. Wir wissen von einem Anästhesisten in Linz, der seinen Berufsstand für einen zu unbekümmerten Umgang mit Blut erstmals öffentlich kritisiert hat. Provokateur kurz vor der Rente? Querulant? Oder Arzt aus Überzeugung? Professor Gomborts Ansatz, kann man Transfusionen einsparen? Dazu startete er ein Forschungsprojekt, finanziert vom österreichischen Gesundheitsministerium. Das Ergebnis überrascht. Die Praxis kennt keine Gesetzmäßigkeiten, keine Formel wie etwa, je akuter das Trauma, desto mehr Transfusionen. Also der Großteil der Patienten wird zu viel transfundiert. Und da ist auch das Einsparungspotenzial. Zum Beispiel für ein und dieselbe Operation wird im einen Haus das 17-fache Menge an Blut verabreicht wie in einem anderen. Was bedeutet, dass doch ein dramatischer Mehrverbrauch vorhanden ist und damit auch ein gewaltiger Einsparungseffekt. Kostensparen ist das eine. Was ihn wirklich antreibt, zeigt er gerade seiner Mitarbeiterin im Filmbeispiel. Körpereigenes Blut in der Durchleuchtung. Noch fließt es gleichmäßig durch die Blutgefäße und Kapillaren. So das Bild nach 3 Beuteln Fremdblut. Es verklumpt regelrecht, stockt in den Adern. Wenn du das siehst, fragst du wirklich, ob es Sinn macht. Dass man überhaupt Konserven gibt. Je mehr wir transfundieren, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Komplikationen auftreten. Herzinfarkte, wie zum Beispiel Infektionen, und zwar unspezifische Infektionen, obwohl das Produkt immer sicherer geworden ist. Wir haben eine erhöhte Sterblichkeit. Wir haben auch eine erhöhte Krebsrate. Das Risiko, von dem Gomborts spricht, hat nichts zu tun mit bekannten Gefahren wie HIV, Hepatitisübertragungen oder Verwechslung von Blutbeuteln. Das ist so sicher wie nie. Es geht um körpereigene Reaktionen. Es geht um gesundes Blut eines anderen Menschen. Milliarden rote, immer auch weiße Zellen, die unser Körper als Fremdlinge ausmacht. Das sind eben fremde Zellen, mit denen man konfrontiert wird. Und diese fremden Zellen, die lenken eben das Immunsystem des Empfängers ab. Und dadurch kommt es eben zu den Veränderungen im Körper. Ausgerechnet, wenn es dem Körper schlecht geht, muss sich sein Immunsystem mit Feinden in den Adern abkämpfen. Und nach kommt man eben aber zu der Erkenntnis, dass es eben Effekte auch auf das Immunsystem zum Beispiel des Empfängers hat, die eben einer Fremdtransplantation gleichkommen.
Was uns bei einer Spenderniere oder Leber völlig logisch erscheint, passiert hier im Kleinen millionenfach. Immer wieder. Jede Transfusion ist eine Mini-Transplantation. Dania Fischer ist die Forscherin in dem Frankfurter Dreierteam. Sie wird die Abwehrreaktion der Zellen in Versuchsanordnungen analysieren, parallel zu Kollegen, mit denen sie in Boston gerade zusammengearbeitet hat. Wir wollen erstmal verstehen, was genau passiert und wie können wir das Immunsystem gegebenenfalls unterstützen, dass es zum Beispiel dann auch besser auf diese Transfusion reagieren kann. Was für ein Umdenken. Noch vor 5 Jahren wäre die Überlegung, dass man Blut irgendwie körperverträglich machen muss, undenkbar gewesen. Im Gegenteil. Dieser Kühlschrank vor den Operationssälen lagert die Konserven für Notfälle. Aber früher war so ein Kühlschrank voll. Der war früher voller, definitiv. Früher war ja auch die Idee, glaube ich, dass die Patienten sich frischer fühlen, ne? Hinterher. Genau. Oder also auf jeden Fall haben wir Ärzte das gedacht, dass sie sich frischer fühlen. Ja? Ja, haben wir gedacht. Die Omi, die mit einem HB vom 8 nach einer Hüft-Tap im Bett liegt und sich schwer getan hat, aus dem Bett zu kommen, haben wir gedacht, da geben wir 2 Transfusionen und danach springt die wieder rum. Hatten wir gedacht, ist aber nicht so. Da wird Umdenken für jeden Einzelnen zur Gewissensfrage. Alle hier kennen die alte Praxis. Ja, im Prinzip gib ihm noch ein EK, wir tun ihm was Gutes damit und das ist halt wahrscheinlich nicht richtig. Ne? Aber das ist in vielen Köpfen noch drin. Motto, eins ist keins. Lieber gleich 2 Konzentrate verabreichen. Kai Zacharowski hat vor kurzem eine Umfrage gestartet. Immer noch sagten 8 von 10 Ärzten, im Zweifel lieber transfundieren wie bisher. Das sind halt die harten Nüsse, die zu knacken sind. Das haben wir immer schon mal so gemacht. Und um da ranzugehen, holt man sich schon die eine oder andere blutige Nase. Aber man hat auch Erfolgserlebnisse und die sind eigentlich positiv und die überwiegen das Negative. Seine Initiative Patient Blood Management arbeitet jetzt an Lösungen. Die gute Nachricht, bei den 5 Unikliniken melden sich immer mehr kleine Krankenhäuser und fragen, was passiert da? Nun, der Patient für OP1 hat seit 3 Wochen hochgepäppelte Blutwerte, damit er mit starken Werten ins Rennen geht. Er wird an der Aorta operiert. Außerdem bekommt er eine andere Narkose, damit das Blut weniger arbeiten muss. Je nachdem, wie gut die Vollnarkose ist, also wie wenig Stress der Patient hat und andere sauerstoffverbrauchende Prozesse reduziert werden, umso geringer ist auch der Sauerstoffverbrauch. Mein Ziel ist es, während der Operation ohne Fremdblut auszukommen. Der Patient bringt alle Voraussetzungen mit. Kühlung kommt auch, selbstverständlich. Die Patienten werden etwas runtergekühlt an der Herz-Lungen-Maschine. Und das wiederum bewirkt auch weniger Sauerstoffverbrauch. Auf der Fahrt nach Wien denken wir über die Maßnahmen nach. Wie kann derselbe Erkenntnisstand einerseits dazu führen, dass Ärzte beginnen, ihr Kliniksystem komplett umzukrempeln und andere Ärzte immer noch zum Abwarten mahnen? Wo bleiben wir, die Patienten? Wie muss es sich anfühlen, als Betroffene vom bösen Blutverdacht zu erfahren? Wissend, dass solches noch in Jahrzehnten im eigenen Körper fließt und schaden kann. Der Leiter der Krebsabteilung im Wiener Wilhelminenspital gehört zu denen, die handeln wollen. Was so in der Diskussion gar nicht vorkommt, ist, wenn man Normalpersonen, wenn sie einen Unfall haben oder so, Blut gibt, wenn man die dann nach 20, 30 Jahren nachuntersucht und sich fragt, haben die ein höheres Risiko, einen Tumor zu entwickeln, als Personen, vergleichbare Personen, die keine Transfusion bekommen haben, dann ist überraschenderweise die Antwort ja, eine Bluttransfusion erhöht das Risiko für bestimmte Lymphomerkrankungen, also chronisch-lymphatische Leukämie oder Lymphdrüsenkrebs. Transfusionen können also noch viele Jahre später Krebs verursachen. Hier in Wien werden, wie überall, Krebskranke, die durch Chemotherapie Blutmangel haben, mit Transfusionen therapiert. Da ist Fremdblut nach wie vor unersetzlich für Patienten. Die Studien zu den Krebserkrankungen machen wenig Mut.
Tumorwachstum wird beschleunigt. Es entstehen ja in jedem Körper jeden Tag viele Tumorzellen. Das muss man sich bewusst machen. Denn unsere Zellen vermehren sich ja und bei jeder Vermehrung wird die DNA sozusagen kopiert. Und beim Kopieren passieren Fehler und so entstehen Tumoren. Und unser Immunsystem versucht eben diese Zellen, die sozusagen Schäden haben, zu detektieren und bekämpft die. Und das Immunsystem kann aber immer nur an einer Front kämpfen. In Houston hat man Darmkrebsanalysen verglichen. In verschiedenen Kliniken bekamen dabei in den Gruppen der Transfundierten bis zu 20% mehr Menschen wieder neue Metastasen. Auch Lymphdrüsenkrebs steigt an. Wie viele Menschen stehen hinter solchen Zahlen? Pro 1000 Krebspatienten in der Atchison-Studie sind ohne Transfusion 244 Menschen gestorben. Mit Bluttransfusion 309, also 65 Tote mehr. Risikofaktor Blut. Wir sind uns bewusst, das Produkt wäre heute nicht mehr bei einer offiziellen Gesundheitsbehörde registrierbar. Es würde keine Zulassung bekommen, weil das Produkt zu variabel ist. Der Stapel wird immer dicker. All diese Komplikationen. Warum wissen wir das nicht? Wir Laien, wir Patienten. In der Bevölkerung in Deutschland ist das überhaupt nicht bekannt. Nein. Warum? Da es noch keine richtige öffentliche Meinungen, Äußerungen darüber war. Mit Ihrer Sendung werden Sie wahrscheinlich was bewirken, hoffe ich. Frankfurt am Main, Uniklinik. Zurück in OP-Saal 1. Professor Moritz muss doch die ganze Herzklappe austauschen. Ein kniffliger, blutiger Eingriff. Der Patient hängt an der Herz-Lungen-Maschine und am Blutreinigungsgerät. Was er verliert, wird direkt zurückgegeben. Ein Teil des Projekts Patient Blood Management. Offiziell heißt es, Blut sparen, um dem demografischen Wandel vorzubauen, weil in Zukunft mehr Alte mehr Blutkonserven brauchen. Das heißt, ist Teil dieser Ausrede jetzt mal über den Mangel auch die Angst, bei den Leuten Panik auszulösen? Absolut, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Da haben wir in der Vergangenheit zu wenig darüber informiert. Mit der Unsicherheit müssen wir Ärzte umgehen und auch die Patienten. Wir wussten auch zu wenig und wir müssen noch mehr Daten sammeln. Absolut. Was sagen Sie denen dann? Ja, wir argumentieren so, dass wir natürlich das im Einzelfall abwägen und wenn wir sehen, das geht nicht mehr ohne, dass wir dann die Konserven geben und all das, was dann im weiteren Verlauf tatsächlich noch passieren könnte, das ist dann sozusagen auch Schicksal, das muss man dann hinnehmen. Die Herzklappe schafft das Team ohne Fremdblut. Doch vier Säle weiter schneidet Professor Bechstein einen Lebertumor. Blutbedarf hier üblicherweise 1 bis 2 Beutel, in Einzelfällen aber auch mal 10. Hier zeigt sich, wie schmal der Grat zwischen Fluch und Segen ist. Also 4 Liter kommt da pro Minute durch. Das heißt, wenn ich hier ein Loch in diese untere Hohlvene reinschneide, dann wird es eng. Patient Blood Management hin oder her, dann wird es eng. 4 Liter Blutverlust pro Minute. Also 2/3 des Blutvolumens ungefähr, ne? Ja, das heißt, wenn das hier offen ist, an dieser Stelle, und man es nicht gestillt kriegt, dann ist der ganz schnell verblutet. Es gibt Indikationen, wo Blut absolut Leben rettet. Es gibt auch Situationen, wo es tatsächlich riskant ist. Und das muss man auseinanderhalten. Und deswegen sind wir auch so dahinter und schulen das. Aber das Generalisieren, Blut ist einfach schlecht, das kann ich nicht unterstützen, sondern so wie wir es gemacht haben in der Vergangenheit, haben wir viele, viele Fehler gemacht. Eine Stunde später muss der Leberkrebspatient 2 Beutel bekommen, um zu überleben. Da spüren wir die Zwickmühle der Ärzte. Sie können nicht vor etwas warnen, das sie ihren Patienten, also uns, vielleicht doch verabreichen müssen. Ein Blick zurück nach Österreich zeigt, dass das nicht der einzige Grund sein kann, warum wir all das nicht wissen. Professor Gomborts Ergebnis über den sorglosen Umgang mit Transfusionen
dass Beutel querbeet durch Krankheiten und Kliniken mal viel, mal gar nicht gegeben werden, wurde lange nicht veröffentlicht. Das Gesundheitsministerium wollte es so. Dann ging er damit nach draußen. Die Reaktion, es war zuerst ein Riesenaufruhr. Es ist mehrfach kommentiert worden, wir sind beschuldigt worden, falsche Daten zu liefern und so weiter. Im Grunde genommen hat das Ministerium jede Aktivität eingestellt und das Buch geschlossen. Dasselbe Ministerium, das die Studie finanziert hat? Dasselbe Ministerium, ja. Wenige Tage vor unserem Besuch hat er im österreichischen Fernsehen als Erfolg kommentiert, dass seine Klinik statt 14.000 nur noch 6.000 Transfusionen im Jahr vornimmt. Das diene der Gesundheit. Die Reaktion? Warum? Ich würde mich da nicht auf eine einzelne Expertenmeinung verlassen, sagte Gesundheitsminister Alois Stöger vor zwei Wochen. Merkwürdig, dass Gombots Studie, die von seine Kritik sei eine Einzelmeinung. Was wir natürlich machen mit dieser Studie, wir greifen finanzielle Interessen, zum Beispiel der Blutbanker, enorm an. Wir berechnen immerhin ein Einsparungspotenzial von 50%, was natürlich eine dramatische Kostenersparnis bedeutet. Wir rechnen in Österreich von etwa 100 Millionen Einsparung pro Jahr. Das heißt, da gibt es Interessen? Da gibt es Interessen, ja. Sind Sie schon mal bedroht worden? Ja, mit Klagen, ja. Und eigentlich wird mir das nichts ausmachen. Wir sind so auf der sicheren Seite, wir sind kaum angreifbar. Wir hören von mehr als einer Drohung und von mindestens einem Arzt, dessen wissenschaftlicher Ruf diskreditiert werde. Ideologie kursiert als Unterstellung, warum Ärzte Fremdblut verteufelten. Ein Beutel kostet bei uns etwa 100 Euro. Bis er im Patienten ankommt, 2 bis 3 Mal so viel. 4 bis 5 Millionen davon werden pro Jahr verabreicht. 12% für akute Unfälle. Der Rest in OPs, zu Therapien und bei Geburten. Wir sind in Hartheim im fränkischen Odenwald. 2 Entnahmeteams haben ihre Kühllaster geparkt. Heute ist der 99. Blutspendetermin. Alle halbe Jahre, seit 1958. Die Freiwilligen stehen Schlange. Inzwischen ist der DRK-Blutspendedienst eine gemeinnützige GmbH. Die meisten hier kommen regelmäßig. Und gerne. Dass ich irgendwann vielleicht Leben retten kann. Ja, dass man da Menschen helfen tut. Täglich werden 15.000 Blutspenden in Deutschland benötigt, werben die Helfer hier. Hoffe ich, dass Sie mir gute Vene mitgebracht haben. Jede Spende wird weiter verarbeitet. Rote Beutel, also EKs, das weiße Plasma und Plättchen. Ein Milliardengeschäft. Wer unentgeltlich Blut spendet, hier heißt das für Gottes Lohn, kann sich zum Dank am Kuchenbuffet der DRK-Frauen stärken. Was auf dem Land immer noch zum guten Ton gehört, wird in den Städten schwieriger. Die Zahl der Blutspender geht seit einigen Jahren leicht zurück. Sie machen es freiwillig, sie machen es ehrenamtlich. Ich glaube nicht, dass wir mehr Spender hätten, wenn es Geld dafür gäbe. Ich glaube, dass es sogar weniger wären, weil, wie ich eingangs schon sagte, das ist ein Zeichen der praktizierten Nächstenliebe, der praktizierten Bürgergeist. Und da möchten die Leute kein Geld dafür. Der DRK-Werbeslogan Ihre Spende rettet Leben ist im Falle dieser Dame vielleicht falsch. Edeltraut Freitag aus Mülheim am Main. Erst hat sie eine große Herz-OP mit Fremdblut überstanden. Dann allerdings fiel sie, vermutlich durch genau diese Transfusionen, ins Koma. Meine Tochter aus Amerika, da sagte Mutti, du bist nicht aufgewacht. Und am dritten Tag ist sie von Amerika rübergekommen, sagt, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Da hätte ein Arzt ihr gesagt, wir haben getan, was wir konnten. Wenn der Körper diese Nacht übersteht, dann hat sie es gepackt. Du kannst es bestätigen. Ich glaube fast, dass ich dem Kerl dann noch von der Schippe gesprungen bin. Ne? 12 Beutel waren es. So, ja. Die behandelnden Ärzte sehen einen Zusammenhang zwischen Transfusionen und dem Koma. Frau Freitag wusste davon nichts. Von Langzeitrisiken auch nicht. Wenn sie in 30 Jahren auftritt, ich bin 78, die werde ich nicht mehr erreichen. Das sage ich offen. In der Intensivmedizin, wo es ums Überleben geht,
werden langfristige Risiken relativ. Diese Assoziation mit Krebs rückt absolut für uns hier in den Hintergrund, weil hier auf dieser Station geht es am Ende aller Tage nur um Leben und Tod. Eben noch Retter, dann schon Angreifer. Die unmittelbare Auswirkung des Blutes fürchtet er viel mehr. Und jede zusätzliche Infektion bringt uns sozusagen mit dem Rücken an die Wand. Die Entzündungen sind hier die Gefahr. Wenn alles so gefährlich ist, warum bekommen wir dann nicht einfach das eigene Blut? So ist es bei Silvia Blunk gemacht worden, für ihre ersten beiden Operationen vor einigen Jahren. Vorab ließ sie jeweils Blut abnehmen. Sie hatten nach jeder großen Operation, bei der Sie Bluttransfusionen bekommen haben, sofort eine Reaktion? Ja, eine Rieseninfektion hatte ich immer, also wirklich eine Rieseninfektion. Es war schlimm, ich bin nach Hause gekommen bei der ersten. Ich hatte alles so Wattetupfer drin und dann wurde es mit Vakuum ja zugemacht. Und dann 2008, da war halt auch die große Infektion, obwohl ich Eigenblut gespendet habe. Also Sie hatten zweimal schon Eigenblut gespendet? Ja, ja. Was ihr damals der Arzt empfohlen hatte, wird heute nicht mehr praktiziert. Ein Grund liegt auf der Hand. Was vorher abgezapft wird, fehlt später in der OP. Unterwegs nach Münster. Das Uniklinikum treibt die Initiative Patient Blood Management mit voran. Dort erhoffen wir uns eine Erklärung, warum Eigenblut kein Ausweg ist. Die Ärztin Andrea Steinbicker ist Spezialistin für Eisen im Blut. Sie hat erforscht, was passiert, wenn die Blutbeutel lagern. Wenn Sie junges Blut bekommen im Alter von 4 Tagen, dann reagiert der Körper nicht darauf. Aber wenn das Blut 40 Tage alt ist, dann haben Sie schon eine sogenannte immunmodulatorische Reaktion auf das Blut. Das heißt, Ihr Körper reagiert darauf. Beispielsweise auf das eigene Blut. Auf das eigene Blut. Und je länger Sie es lagern, desto mehr rote Blutkörperchen können zum Beispiel kaputt gehen in der Zeit. Also wirklich platzen. Und da ist ganz viel Kalium, freies Eisen drin, da sind Elektrolyte drin und auf die reagiert unser Körper. So wird das eigene Blut durch die Lagerung reich an Fremdkörpern. 42 Tage lagern ist in Deutschland erlaubt. Der Durchsatz in den Kliniken geht meist viel schneller. Trotzdem belegt eine weitere Anzahl Studien auch hier erhebliche Komplikationen. Und künstliches Blut? Künstliches Blut ist für mich kein Thema mehr. Ich kann mich nicht vorstellen, das ist so komplex, so schwierig, dass da noch eine pharmazeutische Firma Geld investieren will. Obwohl der Druck jetzt durch diese Erkenntnisse deutlich höher geworden ist. Der Druck ist höher geworden, aber es ist eine Wahnsinnsinvestition, da kommen Sie mit 1, 2, 3 Milliarden Dollar nicht mit an, alleine anzufangen und zu Ergebnissen zu kommen. Professor van Aken aus Münster ist eine Größe in der deutschen Anästhesie. Am Tag, als wir den Chef von Andrea Steinbicker besuchen, hat er gerade eine neue Praxisstudie zur Transfusion auf den Tisch bekommen und ist schockiert. Er rechnet die Ergebnisse nach. 54 Toten in die eine Gruppe, 54 und in die andere Gruppe mit Die Anzahl der ohne Transfusion Verstorbenen steht wie vielen Toten mit ein oder zwei Beuteln gegenüber? War es 77 Tote, aber auf die Hälfte der Patienten. Deswegen müssen Sie es in Prozent sehen, eine Verdoppelung. Hatte ich nicht gedacht, dass 1 bis 2 Blutkonserve, Gabe von 1 bis 2 Blutkonserve, ein höheres Risiko ist als eine vorbestehende schwere Lungenerkrankung. Hier in Münster werden blutarme Patienten vorab mit Eisen behandelt. Blutsteigernde Mittel wie Erythropoietin, EPO, gibt Dr. Steinbicker nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt wollen übrigens schon 40 Krankenhäuser Frankfurt und Münster in der Idee von Patient Blood Management, PBM, folgen. Die Hüftoperation von Herrn Voss heute läuft selbstverständlich mit einem Cellsaver, der eigenes Blut absaugt und rückführt. Eine der Maßnahmen, Blutkonserven zu vermeiden. Das gleiche Ziel ist das mit der Kontrolle von der Körpertemperatur und dem Kalziumwert. Auch das dient dazu, eine Transfusion weniger wahrscheinlich werden zu lassen. PBM-Sprechstunde. Das Schild hängt seit ein paar Wochen in den Fluren.
Es war ein langer Weg, bis die Vorsorge einen Platz im System gefunden hat. Und es ist so, dass wir bei allen Eingriffen, die ein Transfusionsrisiko von über 10% haben, jetzt neu dieses Screening machen. Und gucken, der Patient wird an der Wirbelsäule operiert. Damit ihr Körper selber wieder rote Blutkörperchen bilden kann, in den 3 Wochen, bis sie dann zu uns kommen zur Operation. Alles gut. Herr Voss liegt 2 Etagen höher mit seiner neuen Hüfte auf Intensiv und wirkt schon wieder ganz munter. Der 78-Jährige ist ohne Blut ausgekommen. Anders als bei seiner ersten OP, Jahrzehnte früher. Ich hatte da aber Eigenblut. Blut abgegeben, wöchentlich einmal, und das habe ich dann hinterher zum Teil wieder gekriegt. Und dann dürfen Sie noch klare. Unten wird der Medizinstudent Mohan Sajjadi über die Risiken aufgeklärt. Sage ich immer 5 Uhr morgens. Was ich außerdem noch sagen muss, ist natürlich, wenn es jetzt so stark blutet, dass trotz des Blutsammelns Sie Blutkonserven benötigen, dann bekommen Sie die natürlich. Mhm. Dabei gibt es ein Restrisiko von Hepatitis HIV, also Hep B, Hep C und HIV, minimales, mit 1 zu 1 Million wird das angegeben. Wir sind gesetzlich verpflichtet, Ihnen alle Risiken aber zu nennen. Mhm. Wie gesagt, aber wir überprüfen das vorher. Postoperativ kommen Sie in den Aufwachraum, schlafen sich da ein bisschen aus. Und kommen dann. Wir sind verblüfft. Selbst hier, wo die neuen Risiken so gegenwärtig sind, ist von Langzeitfolgen dem Patienten gegenüber nicht die Rede. Diese zusätzlichen Faktoren werden nicht erwähnt. Habe ich jetzt nicht erwähnt, nee. Macht generell niemand eigentlich, ne? Also da muss man wirklich sagen, es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass jetzt ein Patient ohne eine Anämie ein Blutprodukt bekommt. Dennoch muss ich natürlich über alles aufklären. Er bekommt eine Broschüre, in der alles im Detail nochmal steht. Er hat ja keinen Tumor, er wird an der Wirbelsäule operiert, jung und gesund. Da würde ich das nicht nennen. Nein. Sie wiegt schwer, die Nachricht vom bösen Blut. New York im Herbst 2014. Das Thema Gesundheit verbinden hier Millionen Amerikaner mit der aktuellen Debatte um Obamacare und den damit verbundenen Umwälzungen. Kliniken fusionieren, Blutbanken unterbieten gegenseitig die Preise. Das System hängt an dünnen Seilen. Ein denkbar schlechter Zeitpunkt also, um über die Blutstudien, die zusätzlichen Gefahren für Unfallopfer und Schwerkranke zu debattieren. Viele der Forscher stammen aus den USA. Trotzdem gibt es keinen Aufschrei. Wollen die Patienten so etwas nicht wissen? Zögern auch hier die Ärzte, Details zu erzählen? Wir fahren nach New Jersey. Dort findet, fernab der Öffentlichkeit, ein strategischer Erfahrungsaustausch statt. 2 renommierte Professoren wollen gemeinsam die medizinische Welt verändern. Einen davon kennen wir schon. Den Frankfurter Kai Zacharowski. Hier im Englewood Hospital hat er in Ari Schender einen Mitstreiter. Das Times Magazine hat ihn zum Hero of Medicine, zum Helden der Medizin gekürt. Er kämpft in Amerika gegen Widerstände, die Zacharowski jetzt auch in Europa spürt. Hier bei uns ist es ein Geschäft. Guten Morgen. Die marschieren Hand in Hand und versuchen, die Regierung und die Gesellschaft gegen Patient Blood Management aufzubringen. Was falsch ist. Wer aber das Richtige vertritt, egal wie schwer der Weg wird, kommt am Ende durch. Im Flur des ärztlichen Personals hängen diese Poster. Blut ist sicherer denn je oder Blut hilft heilen, ein zerplatzter Mythos. So drastisch sagt es bei uns niemand. Sieben Uhr früh im Englewood Hospital. Die Belegschaft erfährt gerade, wie am anderen Ende der Welt, in Germany, die Kollegen ähnlich umkrempeln wie hier. Bis jetzt, Spätsommer 2014, wollen schon 60 Krankenhäuser in Deutschland mitmachen, meldet er. 60 von 2000. Besonders interessiert die amerikanischen Kollegen, wie die Frankfurter schon mit Blutproben fürs Labor geizen.
Da kommt im Durchschnitt mehr als ein halber Liter zusammen. Das allein senkt bei einer älteren Dame den Blutwert schon kritisch. Er kennt viele Ärzte, die bei diesen Werten schon nervös zum Blutbeutel greifen, erzählt Zacharowski, und stellt ein Gerät vor, das er entwickeln ließ, um bei seinen Labortests Blut zu sparen. Zuspruch, Zusammenhalt. Transfusionsmedizin ist quasi in Stein gemeißelt, da wird nichts in Frage gestellt. Das macht jede Änderung so schwer. Die Risiken sind jetzt bekannt, aber trägt der Blutbeutel eine Warnung? Nein. Das müsste als erstes kommen. Dafür braucht man Regulierungsbehörden und Regierungen, die sich aber sträuben, die Blutindustrie anzugehen. Worte, die man in diesem beschaulichen Städtchen nicht gerne hören dürfte. Mechelen zwischen Antwerpen und Brüssel. Hier ist der Dreh- und Angelpunkt der europäischen Blutindustrie. Der Präsident der European Blood Alliance ist höchst sensibel, wenn es um Befindlichkeiten von Blutspendern und Blutnutzern geht. Auch wenn die meisten Blutbanken keine Gewinne machen dürfen, ihr Geschäftsmodell ist das Vertrauen der ehrenamtlichen Spender. Hier sieht man die Entwicklungen mit einem gewissen Unbehagen. Professor Vanderkerkhove spürt, dass das Umdenken von Ärzten schon eingesetzt hat. Der Verbrauch an EKs, also roten Blutbeuteln, geht jetzt im zweiten Jahr stark zurück. Oh ja, ich glaube, die meisten Blutdienste in Europa schrumpfen bereits, entlassen Mitarbeiter, was natürlich nicht angenehm ist. Aber auf der anderen Seite macht es keinen Sinn, von freiwilligem Blut einzusammeln, das wir am Ende wegschmeißen müssen. Das ist nicht zielführend. Der Jahresverbrauch in Europa fiel von 23 Millionen EKs schon jetzt um 6 Millionen Beutel. Der Blutbankchef sieht die neuen Zweifel nicht genügend belegt. Es ist klar, dass Patienten mit schwereren Krankheiten auch eher sterben. Die Schwerkranken bekommen auch eher Bluttransfusionen. Das ist also noch kein Beweis, ob Transfusionen die Sterblichkeit erhöhen. Es beweist nur, dass die Kränkeren eher Blut brauchen. Hier müssen wir wissenschaftlich ansetzen, damit wir belastbare Daten bekommen. Sie kritisieren die Studien, widersprechen aber im Kern dem Risiko nicht. Ich kritisiere nicht alle Studien. Wir haben sehr gute Studien, aber auch schwache Nachweise. Ich sage nicht, es sei leicht, bessere Werte zu ermitteln. Ich warne nur vor voreiligen Schlüssen. Also erstmal lieber nichts machen, aussitzen, obwohl auch Forscher mit vergleichbaren Patienten, vergleichbaren Krankheitsbildern negative Ergebnisse bekamen. Die Blutbanker sagen, erst in 2 bis 3 Jahren werde es belastbare Daten geben. Zeit ist für sie ein wichtiger Faktor. Wir glauben, dass es auf lange Sicht durch die älter werdende Gesellschaft mehr Patienten geben wird. Etwa Krebspatienten, die dann auch länger mit Krebs leben werden. Wir erwarten damit wieder steigenden Bedarf. Also 2 widersprüchliche Strömungen. In Zukunft also wieder gute Geschäfte mit bösem Blut? Auf der Weiterreise halt noch nach. Dass es in einigen Jahren dann ausgerechnet Krebspatienten sein werden, die für Aufschwung im gerade schwächelnden Blutbankgeschäft sorgen. Zur Chemotherapie kommen oft Kuren mit Fremdblut. Wie sich die Patienten wohl fühlen werden, mit dem neuen Wissen, genau das kann Metastasen fördern? Wie fatal. Die Medizin arbeitet bereits fieberhaft daran. Experten hoffen auf eine Lösung. Aber es ist noch nicht so weit. Zurück in den USA. Nachdem hier die Blutbanken schon lange die Zahlen im Blick haben, scheint Geld als Argument jetzt einen anderen Player in der Medizinwelt für die Sache zu interessieren.
The insurance companies don't really pay for transfusion. Die Versicherungen haben ihre echten Kosten nicht durch die Transfusionen. Sie zahlen für die Komplikationen und wissen es nicht. Es geht jetzt los, dass Versicherungen hier anrufen, weil sie langsam begreifen, die Folgeschäden, etwa durch Infektionen, kosten sie mehr. Wenn wir Fremdblut vermeiden, sinkt auch ihr Risiko. Hier gehen sie also los, die Debatten um Geld, um Arbeitsplätze, um staatliche Kontrolle. Kai Zacharowski freut sich über die Motivation, denn in Europa hört er noch oft die Abwiegler-Kollegen. Wir haben nie fälschlich Blut gegeben, das ist doch nichts Neues. Oder wir machen alles wie bisher. Als ich die ersten Vorträge dazu gehalten habe, vor der größten Blutbank in Baltimore, ich habe denen gesagt, keine Sorge, sie werden auch nach meiner Rede noch einen Job haben. Aber das ist, wo es künftig lang geht. Anschließend sagten die Blutbanker zu mir, wir wissen das alles schon, aber wir sind dafür nicht zuständig. Da müssen Sie mit den Verbrauchern reden. Unser Job ist es nur abzusichern, dass immer genug sicheres Blut da ist. Die Leute, die es nutzen, wollen so viel davon. Die Verbraucher wollen zu viel davon? Zynismus, das stärkt an diesem Morgen den Schulterschluss. Ich habe doch einen Riesenvorteil. Ich sitze am Patientenbett, die nicht. Und ich entscheide, ob ich Blutkonserven einsetze. Die können mir so viel Blut bringen, wie sie wollen, wenn ich es nicht verwende. Da kann sich die Politik auf den Kopf stellen. Viel Kampfgeist in Amerika. Kai Zacharowski ist nicht so offensiv. Er setzt auf Überzeugung. Es geht darum, Education und zu erklären, warum wir jetzt eine Wendung in unserem medizinischen Handeln brauchen. Das ist das Besondere. Den Schwung vom Hudson River kann Zacharowski dringend brauchen. Denn in Deutschland scheint das Interesse nicht groß. Das Bundesministerium für Gesundheit sagt uns, es sei nicht zuständig. Die AOK muss für ein Interview leider passen. Der Bund der Krankenkassen hat schon von Patient Blood Management gehört, doch seien ja noch keine Fallpauschalen beantragt. Was sagen die Krebsexperten? Denn ihre Patienten sind ja besonders betroffen. Was wir da aufwerfen, sei keine interessante Fragestellung. Wir sollten das Thema noch mal überdenken. Man wolle doch nicht unnötig Panik schüren. Möglich, dass es ab jetzt Betroffene sein werden, wie Edeltraut Freitag, wie Silvia Blunk, die wir kennengelernt haben, und viele andere Patienten, die in Deutschland dem Interesse am angemessenen Umgang mit Blut auf die Sprünge helfen. Wenn jetzt sozusagen klar wird, dass Langzeitfolgen im Sinne von spät auftretenden Karzinomen oder überhaupt eine reduzierte Lebenserwartung bekannt sind, dann werden Rechtsanwälte Patienten beraten und von dieser Seite werden wir mit Klagen, Streit, Schlichtungsfällen, was auch immer, rechnen müssen. Der Patient mit der gefährlichen Herzklappenoperation von gestern liegt inzwischen bei Professor Maibohm auf der Frankfurter Intensivstation. Wie geht's Ihnen heute? Alles gut, müde, aber ohne Fremdblut. Eigentlich war Silvia Blunk heute nur zur Abschlussuntersuchung nach den schweren Entzündungen im Krankenhaus. Doch eben bekam sie eine neue Diagnose. Verdacht auf Krebs.